Hallo Leute, herzlich willkommen auf Singers Dando Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Schwammkopf. In der letzten Folge haben wir ja dieses Spiel auch schon mal gespielt. Ja, und heute geht's weiter. Ja. Da kann man zu auch eigentlich sagen. Nennt mich auch Schwamminator. Okay, den kann man so kaputt hauen. Okay. Ja, also ihr kennt ja das Spiel schon, das gibt's tatsächlich schon lange. Ich dachte, das wäre neu. Ich dachte, das gibt's schon länger. Aber nee. Ich dachte, das gibt es erst seit kurzem, aber das gibt es tatsächlich schon länger. Habe ich gar nicht gewusst, tatsächlich. Oh, ich bin gestorben. Nein! SpongeBob! Ach du großer Schinken, den hab ich verstanden. So, weg mit dir. Okay. Ne, doch nicht. So. Weg mit dir. So. Genau meine Größe. Genau meine Größe, okay. So. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, ach so, das sind die Leben. Also, diese Blasen hier, das hier, das sind Leben und ich habe schon drei und man kann maximal nur drei kriegen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken zum Leben. So, SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Okay, kann ich nicht. Weg mit dem Scheiß. So. Leute, ich überlege auch so eine Capture-Card zu holen. Dann könnte ich tatsächlich auch so Switch-Spiele spielen. Aua, also wenn ihr Bock drauf habt. Muss ich halt wissen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Dann hier die Mauer überqueren. So, zack. Wieder so eine Unterhose, die ich schon habe. So, weg mit dir. So, zack. So, weg mit dir. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, da oben ist eine Socke, da muss ich hin. Ich hole die Socke. Hey, warte mal, wie komme ich denn da hoch? Warten Sie, ich hab's gleich. Ich check grad nicht, wie man da hochkommt. Aber ich glaube, ich habe da vorhin zwar gesehen, wo man so hochkommt. Die Unterhose brauche ich da nicht. So, wir gucken mal kurz. Gehen hier mal komplett außen rum. Ich glaube, hier runter muss ich nicht gehen, ne? Nö. Okay, irgendwo hier konnte ich doch gerade hoch. Wo war das denn? Ah, hier. So. Aber man kommt da so nicht hin. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. So, SpongeBob, lauf! Nee, das ist falsch. Warte, wir müssen da hoch. Wieder. Um weiterzukommen, müssen wir da hoch. Ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da oben bin. Ich bin wieder da. Und hier ist eine Kiste. Die nehmen wir aber jetzt noch nicht. Nimm das! So. Ach, du großer Schinken. Ich bin aber verstanden.
Frisch wie eine Frühlingsbrise. Warte mal, hä? Das ist eine Teleportkiste. Wenn du beide Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen in den Bild hineinschauen. Geht nicht. Boah. Ah, jetzt. Bin ich wieder am Anfang, ne? Okay. Gehen wir mal wieder zurück, so. Oh. Du kannst nicht einfach einen Knopf zu drücken. Drück, drück. Der goldene Pfannenwender. Geil. Nice. So, wir müssen wieder reisen. Müssen wir jetzt wieder zurückreisen, oder? Ich weiß es gar nicht. Wow, Meerjungfrau-Mann. Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwabenjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ja. Ha? Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Okay. So. Öffne die Kiste am Ende der Rutsche, um den Teleport zu aktivieren. Oha! Geschenke öffnen ist klasse! Nein! Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Ah, jetzt komme ich hier wieder in die Fortkiste rein, okay. Patrick! Wo ist Patrick denn überhaupt? Wir sehen ihn hier gar nicht. Egal. So. Oh, du musst zu Patrick, um ihm zu helfen. Er ist unerreichbar. Ist der denn? Da hinten, Berge erzeugen diese Schalter einen Weg. Die werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Okay. Wir schaffen das, SpongeBob und ich. Wir schaffen das. So, okay. Zack, zack. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, weg mit dir. So, ich habe jetzt einen gedrückt. So. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Warte, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ah, hier, okay. So. Sind doch alle beide grün. Wo soll ich jetzt hin? Ah, da ist noch ein Schalter. Okay. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Genau meine Größe. So. Jetzt aber. Ah, jetzt kann ich ziehen. Patrick, ich komme. Ich rette dich, mein Freund. Ich werde mal kurz diese Mannequins hier umhauen. Nein, nicht umfallen.
So. Hey, SpongeBob! Ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Wow, noch ein Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Na ja, soll ich mit Patrick weitergehen, okay? Oh, Junge, Junge, Junge! Das ist auch geil. Das heißt, man hat jetzt wieder einen anderen Charakter. So, das ist eine Wurffrucht. Patrick kann eine Wurffrucht aufnehmen und werfen. Drücke B, um eine Wurffrucht aufzunehmen, die in der Nähe liegt. Und drücke die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Mit Wurffrüchten kannst du Schalter drücken, Tikis zerstören oder Roboter beschützen. Aber nutze sie zügig, denn Wurffrüchte verderben nach ein paar Sekunden. Okay. Okay. Patrick kann auch Takis aufnehmen und werfen, aber nur Tikis, auf denen keine anderen Tikis stehen. Okay, also die hier kann ich auch werfen, oder? Ja. Die muss ich wahrscheinlich da hochwerfen, ne? Hey, wie soll das gehen? Komm hier nicht hoch! Hä, warum komme ich hier hoch, aber da nicht? Ah, doch jetzt. Schon wieder. Nee, es geht nicht. So, ich muss die Melone hier nehmen. Ah. Ah, das kann ich auch so machen. Okay. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ja. Wie viele davon muss ich denn tragen? Das würde ich auch gerne wissen. Er hat Bumm gemacht. Autsch. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Autsch. Hey, stepp noch an den Dingern, ey. Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir! Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa See! Hey. Ah, hallo Plankton! Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß! Ich war gestern... Hör meine Worte, mein... Okay, wir machen jetzt hier mal kurz einen Skip, so Leute. Ich würde sagen, das... war's mit dem Video erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut natürlich außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht einen Kommentar. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.